Habe ich das jetzt richtig verstanden mit Hartz IV? Die SPD ist für eine Erhöhung und die Koalition für eine Erniedrigung. Desasternacht für Blondinen. Christina Aguilera versemmelt die Nationalhymne und Schwesig und von der Leyen die Hartz-IV-Reform. Wobei ich ja den Verdacht habe, dass unsere Mädels nur Super Bowl geguckt haben, um zu sehen, wie sich Grüne und Gelbe die Köpfe einschlagen. Die SPD schiebt ja jetzt der Koalition die Schuld in die Schuhe. Tatsächlich will aber wohl keine Seite nachgeben. Schwesig und von der Leyen wollen offenbar beide nicht ihr Gesicht verlieren. Verständlich, sind ja auch zwei Hübsche. Vielleicht sollten Merkel und Gabriel verhandeln. Ja, im Moment ist das doch ein verheerendes Signal an die Betroffenen. Wieder ergebnislos vertagt, wieder alles umsonst, 9,5 Stunden verhandelt und nichts bei rausgekommen. Wie soll man denn da glauben, dass Arbeit sich lohnt? Gut, manche arbeiten allerdings nicht für Geld, sondern mit Geld. So wie Hasegawa Yosuke. Der Japaner verpasst mit seiner Manigami-Kunst langweiligen Geldscheingesichtern durch geschicktes Falten Mützen verschiedenster Art. So wirken die historischen Figuren auch endlich mal lässiger. Ein ganz neues Gesicht zeigen auch die Franken-Toys von Rachel Peters. Sie erfindet beliebte Stofftiere komplett neu und kombiniert sie auf aberwitzige Art miteinander. Und die einzigartigen Exoten kann man sogar kaufen. Nur als Kuscheltiere für kleine Kinder vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen. 100 Millionen Zuschauer haben vorgestern Nacht weltweit Super Bowl geguckt. Noch mehr Menschen gucken nachts weltweit nur in den Kühlschrank. Ja, 500 Millionen Übergewichtige gibt es mittlerweile auf der Erde. Den durchschnittlich geringsten Body-Mass-Index haben dabei übrigens die Japaner, trotz Sumo-Ringern. Den durchschnittlich höchsten Body-Mass-Index haben überraschenderweise die Bewohner von Pazifikinseln. Ausgerechnet, wo da der Platz doch eh schon so begrenzt ist. Aber klar, die können halt auch nicht so weit laufen. Dabei ist Bewegung auf einer Insel, wie auch im Spiel Island Survival zu sehen, überlebenswichtig. Hier muss man in jedem Level für einen vorgegebenen Zeitraum überleben und dabei möglichst viele Schneeflocken sammeln, damit der dünne Boden nicht unter den Füßen wegschmilzt. Ein wesentlich entspannteres Inselleben sehen wir dagegen bei Henki Kuenchoros. Der indonesische Fotograf macht beeindruckende Aufnahmen von Menschen, die sich im Wasser sichtlich wohlfühlen. Und die bleiben dabei auch schön schlank. Genau wie diese bildhübschen Inselbewohner hier, die allerdings nicht mehr voll im Saft stehen. Obwohl manche von ihnen nicht unbedingt viel lebloser wirken als lebendige. Zu viel Bewegung ist natürlich auch nicht gut. Man muss nur für alles das richtige Maß finden. Also auch bei Filmen zum Beispiel ab und zu mal auf bewegte Bilder verzichten. Star Wars Episode 4 etwa kann man ja auch als Grafik gucken. Wayne Dorrington hat die Handlung des Klassikers zum Selberdenken mal in Symbolen zusammengefasst. Ganz ohne große Worte und ohne große Action. Wer sich aber doch lieber ganz klassisch Videos anschaut, sollte mal Flyhour TV testen. Die Seite zeigt einem per Zufallsprinzip die beliebtesten YouTube-Clips an, die man nach Kategorie und Ländern filtern kann. Und nach Häufigkeit der Views, um sich den ganzen experimentellen Kram zu ersparen. Ziemlich experimentell ist allerdings auch der Video-Remix von George Manek, zusammengeschnitten aus einer Szene des Films Point Blank, in der Angela Dickinsons wütende Prügelattacke auf Lee Marvin zu einem musikalischen Klatschstück von Komponist Steve Reich wird. Also so eine Art Szenenapplaus. Das war Ehrensenf, ich bin Pia. Tschüss. Okay, los, kommt, Hausmusik.